invisible qualities in what he's created. Sie kennen die Wahrheit, weil Gott sich offenbart hat in den Werken, die er erschaffen hat. The first scientific lab in history was in Cambridge, Cavendish Laboratory. Das erste wissenschaftliche Labor der Welt gab es in Cambridge, in der Cavendish im Labor. Most Nobel prizes were won there. Dort wurden die meisten Nobelpreise gewonnen. At the entrance to the Cavendish Laboratory is written Psalm 111 verse 2. Psalm 111, Vers 2 steht am Eingang dieses Labors. Majestic are the works of the Lord. Majestätisch sind die Werke des Herrn. Those who delight in them, study them. Die, die ihre Freude an ihnen haben, die erforschen sie. This book is the reason why science and technology began to develop in Europe. Dieses Buch ist der Grund, wieso Wissenschaft und Technologie sich in Europa entwickelten. This is the reason. Das ist der Grund. Why today women in my village? Warum heute Frauen in meinem Dorf? Don't have to spend hours collecting cow dung to make cow dung cakes. Nicht mehr Stunden damit verbringen müssen, um Kuhfladen aufzulesen, um Kuhfladenkuchen zu backen. To cook on those cow dung cakes. Um den als Brennmaterial für ihren Kuchen and zu verwenden. Burn their lungs. Und sich dabei die Lungen so by zu vergiften. The time they are 50 years old, they look like 80 year old. Denn das führt dazu, dass sie dann mit 50 Jahren aussehen wie 80-Jährige. It began to emancipate and transform India. Dieses Buch hat angefangen, Indien zu emanzipieren und zu verwandeln. So that a job of what Luther was doing of translating the Bible in German. So dass eine Aufgabe, wie Luther sie erfüllte, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, became a revolution. Zur Revolution wurde. Missionaries came from Europe to India. Missionare kamen aus Europa nach Indien. And all of the modern Indian languages are products of Bible translation, just as German language is a product of Bible translation. Und alle indischen Sprachen, die jetzt bekannt sind, sind Ergebnisse von Bibelübersetzungen. Die Bibelübersetzer haben diese Sprachen zusammengebaut, genau wie Luther die deutsche Sprache. A Bible translator builds an intellectual bridge. Ein Bibelübersetzer baut eine geistige intellektuelle Brücke. He takes an oral dialect. Er nimmt einen mündlichen Dialekt. Turns it into a literary language. Macht eine Schriftsprache daraus. With grammar and dictionary and lexicon. Gibt ihr Grammatik und ein Wörterbuch und Lexika. Once he has built this bridge, he's transformed the language. Und in dem Moment, wo er diese Brücke gebaut hat, hat er eine Sprache verwandelt. Then scientific and historical and legal and economic books can be translated into that language. Ab dem Zeitpunkt können dann wirtschaftliche, juristische und politische und andere Bücher in die Sprache übersetzt werden. So this is the soul of Western civilization. Deshalb ist dieses Buch die Seele der westlichen Zivilisation. But as God had promised Abraham, aber so wie Gott dem Abraham versprochen hatte, his word blessed Europe. Sein Wort hat Europa gesegnet and began to bless the world through Europe. Und hat durch Europa die Welt gesegnet. Therefore, I've come here, deshalb bin ich hierher gekommen, to say thank you, um mich zu bedanken and to remind you, und euch zu erinnern, that this is your soul. Dass das eure Seele ist. You turn away from this, wenn ihr euch davon abwendet, you destroy yourself. Zerstört ihr euch selbst. Will Islam rule Europe? Wird der Islam Europa beherrschen? It will. Er wird es. If you turn away from this book. Wenn wir uns von diesem Buch abwenden. But if you return to the source of the greatness of the West. Aber wenn wir zur Quelle der Größe des Westens umkehren. You will bless the Muslim refugees who are here. Dann werden wir die islamischen Flüchtlinge segnen, die hier sind. And through them you will bless their nations which don't know peace. Und durch sie werden wir auch ihre Nationen segnen, die keinen Frieden kennen. We'll continue talking about it this afternoon and this evening. Heute Nachmittag und heute Abend setzen wir das Thema dann fort. Thank you very much for coming this morning. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen gekommen sind.